Ich glaube nicht, dass das bei den 8 Euro bleibt. Und von den Arbeitnehmern, das ist praktisch wieder die gemolkene Kuh, da wird das Geld wieder geholt, weil die sich am wenigsten wehren können oder überhaupt nicht, weil die keine Lobby im Bundestag haben, also so wie die Pharmaindustrie beispielsweise. Und das ist das, was mich unwahrscheinlich ärgert. Seit gestern ist es raus. Etwa 10 Millionen Versicherte müssen demnächst zusätzlich zum Krankenkassenbeitrag 8 Euro monatlich zahlen. DAK und einige Betriebskrankenkassen machen den Anfang. Das Geld aus dem Gesundheitsfonds reicht ihnen nicht mehr. Es klafft ein Loch von fast 8 Milliarden Euro. Das soll jetzt auch durch Zusatzbeiträge für die Kassen gestopft werden. Also mich ärgert, dass wir steigende Kosten eben einseitig verteilen, nicht Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Rentenversicherung und Rentnerinnen und Rentner, sondern einseitig nur auf die Arbeitnehmer, auf die Rentner und Rentnerinnen verteilen. Eintreiben muss dieses Geld die Versicherung direkt vom Beitragszahler, muss ihn also anschreiben, um eine Einzugsermächtigung bitten, notfalls das Gehalt pfänden. Viel Aufwand und sehr teuer. Ein Viertel bis die Hälfte der Einnahmen gehen für die Verwaltung drauf. Was ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders ist, oder? Das Geld wäre sicher für die Versorgung sinnvoller eingesetzt. Und wenn man den Beitrag prozentual erheben und von den Arbeitgeber abziehen lassen würde, dann wären die Bürokratiekosten deutlich geringer. Insgesamt bis zu 1 Milliarde Bürokratiekosten zu Lasten der Versicherten, wie der BKK-Chef vorrechnet. Das, was jetzt kommt für den Zusatzbeitrag, rechnen wir für unsere Kasse in der Prognose mit rund 10 Millionen Aufwand. Und wenn ich noch mal betrachte, was ich mit 10 Millionen machen könnte, wenn man es mal anders ausdrückt, das sind die Kosten für 400 Mutter-Kind-Kuren, die ich jetzt halt für die Verwaltung ausgebe. Kostensteigerungen, Defizite, Zusatzbeiträge. Dabei hatte die Große Koalition 2006 eine lang umkämpfte Großreform, den Gesundheitsfonds, beschlossen. Die Kassen erhalten aus dem Fonds das, was sie zur durchschnittlichen Versorgung ihrer Versichertenstruktur auch notwendig haben. Und dann wird sich zeigen, welche Kasse tatsächlich wirtschaftlich mit dem Geld der Versicherten umgeht. Der Gesundheitsfonds leistet einen Beitrag zur nachhaltigen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Nachhaltige Finanzierung? Gerade mal ein gutes Jahr nach Einrichtung des Fonds steht das Gesundheitswesen vor einem finanziellen Desaster und allein die Versicherten zahlen nun den Zusatzbeitrag. Die Kassen wiederum bekommen vom Fonds bisher nur vorläufige Abschlagszahlungen. So können wir nicht kalkulieren, sagt DRK-Chef Rebscher. Ich weiß gar nicht so recht, ob ich jetzt 100 Millionen mehr oder weniger aus dem Fonds bekomme. Das werde ich erst im Oktober 2010 für das Jahr 2009 wissen. Er weiß nicht, wie viel Geld er am Ende hat. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Doreen Wallborn, alleinerziehend, verdient so wenig, dass sie, eine Aufstockerin, auf Arbeitslosengeld II angewiesen ist. Die Arge zahlt ihr die Krankenversicherung bei der DAK, den Zusatzbeitrag aber nicht. 8 Euro sind, wenn man nicht viel hat, auch viel Geld irgendwie. Wenn man das einsparen soll, dann muss man sich da auch erstmal genau überlegen, wie man das letztendlich macht. Und die Option mit dem Kassenwechsel gibt es ja, aber ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist, das weiß ich nicht. Das kann mir auch keiner garantieren, dass die dann nicht auch ihren Beitrag erhöhen. So treffen Risiken und Belastungen vor allem Arbeitslose und Geringverdiener. Die Kassen sind hoffnungslos überfordert, denn Ärzte und Krankenhäuser bekommen endlich mehr Geld. Und der Kostentreiber Pharmaindustrie kann, wie bisher, ungehindert Höchstpreise verlangen. Und jetzt will Gesundheitsminister Rösler die große Reform der großen Reform. Nichts weniger als den Systemwechsel. Diesmal heißt die Zauberformel Kopfpauschale. Wir wollen ein System auf den Weg bringen, das aus sich selbst heraus effizienter mit den Beitragsgeldern umgeht als bisher. Und das ist das erklärte Ziel dieser Regierungskoalition. Und für dieses erklärte Ziel sollen alle Versicherten, ob reich, ob arm, den gleichen Beitrag zahlen. Wer das nicht kann, und das sind Millionen, muss beim Staat um Hilfe bitten.
Das finde ich ein merkwürdiges Menschenbild bei einem liberalen Minister, dass er sagt, ja, das ist dann eine besonders gerechte Lösung, wenn Millionen von Menschen dauerhaft auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Auch das bedeutet übrigens wieder Bürokratie, Einkommensüberprüfung. Und es bedeutet vor allem, dass die Regierung irgendwo diese Steuermittel ja herbekommen muss, wenn sie gleichzeitig den Haushalt konsolidieren und die Steuern senken möchte. Die große Kopfpauschalenreform kostet nach ersten Berechnungen irgendwas zwischen 20 und 40 Milliarden Euro. Geld, das der Staat nicht hat. Gesucht wird die übernächste Großreform. Gesundheitsminister Rösler kündigt an, auch die Kosten bei Arzneimitteln zu senken. Er wäre der Erste, dem das gelingt.